Hallihallo, ihr Lieben. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawürk.com. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung, die ganz zeitlos ist. Es geht, wie immer, biete ich eine Zeitqualitätskarte an und drei Stapel, wovon du dir ein oder auch mehrere aussuchen kannst. Das ist jeweils ein Tarotdeck. Und es geht darum, was bei dir gerade anliegt, ne? Du kannst dein Thema jeweils reinbringen in diese Legung. Ich versuche, die so allgemein wie möglich zu halten, dass du dein Thema reinbringen kannst. Und genau, guck halt, was du für ein Thema hast. Und dann gucken wir einfach, was da los ist. Wichtig ist, dass dir bewusst ist, dass es halt eine allgemeine Legung ist und dass das natürlich nicht immer hundertprozentig auf jeden zustimmen kann. Du kannst dir aber Input holen, du kannst dir Inspirationen holen, du kannst spielerisch damit umgehen. Ja, mir ist immer wichtig, dass ihr spielerisch damit umgeht, die Legung zwar schon ernst nehmt, aber eben spielerisch. Ja, also das Leben ist ein Spiel, auch wenn es manchmal weh tut, das Leben. Aber es ist ein Spiel, ja, und ihr dürft hiermit auch spielerisch umgehen. Wenn du jetzt meinst, zum Beispiel zwei Decks ziehen zu müssen, dann zieh zwei Decks. Oder wenn du eine Karte anders interpretierst als ich, dann darfst du sie natürlich für dich interpretieren, ja. Also geht einfach frei, leicht, flexibel damit um. Das ist vielleicht auch das richtige Wort. Wichtig ist aber, dass du intuitiv bist, ehrlich mit dir selber und auch sehr selbstverantwortlich, ne? Das ist mir ganz wichtig, dass du auch genau reinfühlst, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Und wenn du jetzt überhaupt nicht mit einer Legung in Resonanz gehst, auch nicht irgendwelche Inspirationen rausholen kannst, dann leg sie einfach weg. Es ist, wie gesagt, eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Ja, da draußen im Internet gibt es so viele wundervolle andere Legungen, da ist eine sicherlich auch für dich, okay? Okay, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an. So, und dann fangen wir jetzt hier mit dem, wie heißt es denn jetzt? Inner Compass Oracle an. Das habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Ich musste gerade die Kamera richtig rücken, aber irgendwie, okay. Und schauen wir mal, was so die Zeitqualität gerade ist. Change. Na, das ist ja eine interessante Karte. Hier geht es um eine Veränderung. Aber warum jetzt hier ein Haus abgebildet ist und ein Mond, sagt mir jetzt eigentlich, dass es hier um eine Veränderung im häuslichen Bereich ist, beziehungsweise eine Veränderung im Bereich, der Mond ist ja beim Horoskop, ist ja so das Gefühl, aber auch das, wo man sich so zu Hause fühlt. Und vielleicht geht es bei dir gerade um eine Veränderung im Hinblick, wo du dich zu Hause fühlst. Ja, also es kann jetzt natürlich eine Liebesverbindung sein, es kann dein Haus sein, deine Wohnung, dein Wohnort, es kann aber auch die Arbeitsstelle zum Beispiel sein. Wobei im Moment, ja gut, ist ja ein zeitloses Video, aber im Moment arbeiten ja viele zu Hause hier jetzt so im Mai 2020. Irgendeine Veränderung in Bezug auf, wo du dich oder wie du dich zu Hause fühlst, vielleicht auch. Ich würde mal gucken, ich würde, glaube ich, noch eine Karte ziehen, damit ich hier noch ein bisschen mehr Input kriege. Explore. Wow. Wow, mit einem Bären, der ist ja ganz kraftvoll. Und hier haben wir einen Schmetterling. Hier haben wir einen Kompass. Vielleicht geht es tatsächlich darum, dass du jetzt mal schauen kannst, oder bei dir geht es darum, dass du Neues entdeckst, neue Richtungen gehst, weg von dem, wo du dich im Moment zu Hause fühlst und an einfach einen neuen Ort findest, also wo du dich zu Hause fühlst. Es kann jetzt tatsächlich ein neuer Ort sein. Es kann, wie gesagt, eine neue Arbeitsstelle sein, eine neue Verbindung, vielleicht eine neue Freundschaft. Es kann sich vielleicht auch auf Dinge beziehen wie, ja, also jetzt dein innerer persönlicher Weg oder, also es muss nichts Irdisches sein im Sinne von, es kann auch einfach ein Gefühl sein, ja? Ne? Es kann auch einfach ein Gefühl sein. Auf alle Fälle geht es darum, dass du jetzt neue Wege gehen darfst, neue Wege exploren darfst. Wie heißt es denn noch? Jetzt habe ich es vergessen. Eben habe ich es doch noch gesagt. Entdecken darfst, so, jetzt habe ich es.
Und das bringt dich aber auch andererseits in die Kraft, würde ich sagen. Wenn du jetzt mal deine alte Situation verlässt, wo du dich vielleicht schon auch zu Hause fühlst, aber die neue ist, die alte ist nicht mehr adäquat. Das erinnert mich so ein bisschen an die Acht der Kelche im Tarot, wo es darum geht, was Altes hinter sich zu lassen, was eigentlich noch vielleicht stimmig ist, aber nicht mehr so hundertprozentig, und man darf jetzt wirklich Neues entdecken. Und das Neue ist dann das neue Zuhause, das ist dann der Wandel, die Veränderung, ja. Das ist jetzt dein Thema, und du darfst natürlich dein Thema jetzt, dein eigenes Thema reinbringen, und guck halt, ob es bei dir dein Wohnort ist oder deine Verbindung, oder das heißt auch nicht, dass jetzt, wenn du jetzt in der Verbindung bist, dass du die jetzt komplett verlässt, sondern dass du vielleicht auch innerhalb deiner Verbindung oder innerhalb von deinem Haus oder innerhalb von deiner Arbeitsstelle oder deinem Freundeskreis oder deinem Verein oder ich weiß nicht, um was es geht, ja, was eine neue Richtung gehst. Es muss nicht komplett jetzt von einem Ort zum nächsten sein, kann auch, aber es kann auch innerhalb von dem Ort eine Veränderung sein, ja. Das ist jetzt das Thema, genau. Und wenn du jetzt hier noch weitermachen willst, dann also noch einen Stapel oder zwei oder drei oder weiß ich nicht aussuchen willst, dann darfst du gerne mitmachen. Und wenn dir das jetzt hier genügt, dann danke ich dir fürs Mitmachen und wünsche dir eine ganz tolle Zeit, ja. Okay, und wir haben jetzt alle, die noch mitmachen wollen, wir haben hier drei verschiedene Tarot-Decks. Das sind alles Pip-Decks, das heißt, es gibt keine richtige Geschichte. Das ist ein typisches, klassisches Marseille-Tarot, was so ein bisschen modernisiert wurde. Das ist das, ich weiß es gar nicht mehr, wie es heißt, Tarot de Maria Zelia. Das ist das Adrian-Tarot, das habe ich ja letzte Woche schon verwendet. Und das ist das White Sage-Tarot. Die sind ganz unterschiedlich, aber eben nicht mit solchen Geschichten innerhalb vom Bild. Ne? Genau, das ist die Nummer 1, das ist die Nummer 2 und das ist die Nummer 3. Und ja, bist herzlich eingeladen, such dir einen Stapel aus, denk an dein Thema, denk vielleicht auch an die Veränderung und such dir ganz intuitiv ein oder mehrere Stapel aus. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Hallo, ihr Lieben vom Stapel Nummer 1, das ist das Tarot de Maria Celia. Ja, ups, da fällt auch schon die erste. Ne, das sind jetzt zwei, da wollen wir, die nehmen wir jetzt nicht. Und schon fängt wieder mein Hund an zu bellen. Schauen wir mal, was so die allererste Karte ist. Das ist deine Hauptkarte. Dein Thema, das ist das zweite Thema. Dritte Thema. Was heißt zweite Thema? Nee, also das ist das Thema und das sind die nächsten Karten. Was haben wir denn hier? Wir haben das Ass der Münzen, was ja ganz klar sagt, dass hier eine ganz große Möglichkeit ist, in der materiellen Welt was ganz Großes zu leben, ja. Und die Möglichkeit darfst du jetzt ergreifen, und es bezieht sich natürlich dann auch auf diese Veränderung. Die darfst du natürlich zulassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja. Und du scheinst die aber noch nicht so ganz zuzulassen, ja. Du bist hier noch so ein bisschen in Ängsten. Du hast hier lauter Fünfen, das ist sehr spannend. Du hast hier die Fünf der Stäbe und die Fünf der Kelche. Die Kelche ist ja so ein bisschen das Gefühl, ja, und die emotionale Ebene, und die Stäbe sind ja so das, was man, ja, persönlicher Weg, die Unternehmung, das, was man rausbringen möchte, ja. Und die Fünf ist ja generell eine Zahl, die eine Struktur aufbricht, die einem Sicherheit bietet. Ja, die 4 nämlich. Die 4 ist so eine Sicherheitszahl. Das ist immer so mehr so ein Viereck. Und bei dir möchte jetzt was gelebt werden, eben diese Veränderung. Ja. Und das bringt dich natürlich so ein bisschen in Konflikte, weil alles, was neu gelebt werden will, so vom Innen heraus, bringt einem erstmal in Konflikte, logischerweise, weil man natürlich Ängste hat, weil da kommen Sorgen hoch, da kommt dies hoch. Man macht, hier ist natürlich jetzt kein Kopfkino angesagt, aber vom Gefühl her, man hat Angst, man könnte was verlieren, ja, aber man kann eigentlich nur dran wachsen. Guck mal, hier in dem fünften Kelch, der in der Mitte von dieser 4 ist, ja, die 4, die dir ja eigentlich Stabilität gibt, da wächst was Neues heraus. Da wächst eine neue Pflanze und die möchte gelebt werden. Und die ist aber noch
relativ verborgen und das macht Angst oft, ja. Und deswegen sind die Fünfen oft auch Zahlen, die eigentlich Konflikte da bieten. Und du darfst dich jetzt dieser Angst, dieser emotionalen, dieser gefühlsmäßigen Angst, was zurückzulassen, was dir eigentlich Sicherheit gibt auf der emotionalen Ebene oder auf der Gefühlsebene, darfst du jetzt dir anschauen und darfst dir mal genau anschauen, was da eigentlich wachsen will. Und dann wirst du in deine Kraft kommen. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die fünf der Stäbe. Da will nämlich auch was raus. Und das ist das, wo man dann wirklich rausgehen will. Das ist ja der Wille, die Unternehmung. Das ist total klasse, dass hier zweimal die fünf ist. Und ja, es gilt jetzt, dich dieser Geschichte zu stellen. Und wir haben ja auch noch den Gehängten. Lependu heißt das auf. Das ist hier alles auf Französisch. Und der ist eigentlich relativ relaxed, obwohl er auf der Karte ein bisschen irre aussieht, finde ich. Aber und der macht hier auch eine 4. Hier haben wir schon wieder die Sicherheit, die 4, ne? Hier haben wir schon wieder die Sicherheit. Und er hängt jetzt aber verkehrt rum. Das heißt, du hängst fest. Du hängst jetzt fest, du willst eigentlich in deiner Sicherheit bleiben, weißt aber vom Gefühl her, ich will jetzt raus. Ich will was Neues, ich will was entdecken, hast aber Ängste. Und der Gehängte ist ja einer, der so ein bisschen einerseits in der Opferrolle ist, aber andererseits auch eigentlich, wenn er sich umdrehen würde, vielleicht auch mal die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen könnte, ja. Ich habe hier ein bisschen Hundealarm gerade. So, ihr Lieben, dann machen wir jetzt weiter. Die Hunde sind beruhigt. Genau, ich war beim Gehängten stehen geblieben. Ich weiß allerdings nicht mehr, was ich gesagt hatte. Kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole. Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich, als ob du festhängst, weil du ja aus deiner Sicherheit nicht raus möchtest. Ne? Hier hatten wir ja die Sicherheit, da möchtest du nicht raus. Hier haben wir auch die 4. Die Beine, die machen hier eine 4, was ja auch eine Sicherheit ist. Also du hängst jetzt eigentlich nur deshalb fest, weil du nicht aus deiner Sicherheit rauskommst. Und das fühlt sich so an, als ob du festhängst. Aber eigentlich müsstest du gar nicht festhängen, wenn du dich dem Flow hingeben würdest, ja. Und die Karte sagt jetzt, du solltest dich vielleicht dem Flow hingeben, weil der Gehängte ist gleichzeitig auch noch die Neptunenergie. Und da geht es nämlich darum, dass er eben seine Sichtweise ein bisschen ändert, sowohl in der irdischen Welt sich vielleicht die Dinge mal aus einer anderen Sichtweise betrachtet, aber auch in der Gefühlswelt. Und da geht es darum, dass er einfach mehr in seine Intuition geht und in den Flow und sich traut, auf sein Gefühl, auf sein Herz zu hören, ja. Und also zwei verschiedene Arten von Sichtweisen sozusagen. Die eine ist die innere Sichtweise, dass er einfach mal seine Perspektive nach innen richtet. Und die andere, dass er seine Perspektive im Außen einfach mal anders fokussiert. Und dann wird er feststellen oder wirst du feststellen, dass da ein Riesenpotenzial ist in dieser Veränderung, ja. Und dass das jetzt anliegt, eben aus dieser Box rauszugehen, die dir Sicherheit gibt, um eben das Neue zu starten und noch viel mehr in deine Kraft zu kommen. Es ist natürlich so, du weißt nicht, wo es hingeht so recht. Das ist natürlich, aber nimm's doch einfach mal spielerisch, ja. Hier Dinge zu entdecken, das ist ja auch mal schön. Man muss ja nicht immer in seinem Ding da festhängen und sein Leben lang da drin fristen, ja. Das ist ja langweilig. Ne? Darum geht's jetzt. Und du kannst dir da natürlich gerne auch Hilfe holen. Ganz wichtig, der dich vielleicht jemand, der dich da ganz neutral durchstartet. Jetzt haben wir hier lauter Siebener, das ist ja auch wieder lustig. Weil die Siebener, hier haben wir den König der Münzen, okay. Weil die Siebener sagen mir jetzt, dass du echt festhängst. Weil die Sieben ist so ähnlich wie die Fünf. Ja, hier haben wir es zum Beispiel bei den Stäben sehr deutlich. Jetzt hast du hier sechs Stäbe, was auch Harmonie bedeutet. Aber hier der siebte will auch raus. Und hier geht es ein bisschen darum, dass du noch abwehrst,
rauszugehen also wirklich, dass du noch abwehrst und versuchst, deinen Stand zu halten, den du gerade noch hast, aber vielleicht brauchst du den gar nicht mehr, weil du gehst ja jetzt neue Wege. Du sollst ja neue Wege gehen, ja? Also kannst du deine Abwehr hier, die so ein bisschen auch wie Abwehr ist, diese Harmonie, kannst du weglegen und kannst einfach drauf losstarten, ja? Und die 7 der Münzen sagt mir, hier will was wachsen. Ja, hier wächst auch was. Ja, hier hast du auch ein bisschen Harmonie, aber hier will was rauswachsen. Genauso wie hier bei den Gefühlen. Ja, aber das ist jetzt hier wirklich die materielle Ebene. Und hier geht es ein bisschen darum, dass du einfach auch vertraust. Hier geht es ums Urvertrauen, dass das Ganze eben auch wachsen kann. Der Samen ist anscheinend schon gelegt. Ja, du hast den Samen vielleicht auch unbewusst schon gelegt. Ja, und das, was hier raus will, das wächst jetzt langsam, aber sicher. Du kannst es forcieren, indem du dich dem Ganzen einfach noch ein bisschen stellst. Dann kannst du das Ganze noch ein bisschen forcieren. Du kannst es aber auch einfach ja, oder gib dich dem Flow hin und lass es einfach wachsen. Ne? Lass es einfach wachsen. Und der König sagt mir, der ist ja ein ganz geradliniger, der König der Münzen, der weiß genau, wer er ist, der hat ganz viel Selbstbewusstsein, hat auch Feuer, also er ist Erde und Feuer und er hat den Mut, wenn er auch ein bisschen langsamer ist als zum Beispiel der König der Stäbe, er hat den Mut, das Ganze zu entstehen zu lassen, wachsen zu lassen, zu entdecken, ja? Hier haben wir ja die Entdeckung. Also entdecke jetzt deine Veränderung. Es geht jetzt erstmal darum, dass du sie wirklich auch entdeckst, dass du dich ihr stellst. Das ist dann hier der Gehängte. Und dann, wenn es darum geht, es ins Materielle zu bringen, dann lass es wachsen. Dann geh in den Flow. Das ist auch wieder der Gehängte. Und hier haben wir auch Flow. Hier haben wir die drei der Kelche, die mir ganz klar sagt, dass hier was auch wachsen möchte. Hier möchte was wachsen, allerdings auch wieder auf der Gefühlsebene eher. Es kann natürlich sich hier auch um eine Verbindung handeln, ja, um eine, weiß ich nicht, Liebesverbindung, Geschäftsverbindung und auch freundschaftliche Verbindung oder innerhalb der Familie. Aber es kann auch einfach bedeuten, dass du dann einfach in deinen Flow kommst, ja, dass du in die Erfüllung kommst. Also das geht darum, dass du dich tatsächlich dem Flow hingibst. Darum geht es bei dieser Legung, ja. Und dass du vertraust, dass alles gut wird, dass du eben in die Intuition gehst, dass du deine Perspektive wechselst, sowohl in der Gefühlsebene als auch in der irdischen Ebene. Und dass du einfach auch weißt, dass du im Prinzip schon einen Samen gelegt hast. Und dass es eigentlich nur noch wachsen braucht. Du solltest natürlich Ja zu dem Wachstum sagen, das Ja. Weil sonst verdorrt die Pflanze, ja. Hier haben wir ja schon die Pflanze. Sonst verdorrt die. Das ist so ein Stück weit dein Herz vielleicht, wo es rauswächst. Wenn du auf dein Herz nicht hörst und nicht auf deine Intuition, dann verdorrt es, ja. Ist ganz wichtig, dass du auf dein Herz hörst. Und dann kann es in Ruhe wachsen hier. Und dann hast du auch dieses Vertrauen und ja, dass das Ganze eben wächst, ja. Und dann kannst du dir nämlich diese zwei Stäbe hier nehmen, die ganz kraftvoll sind und kannst das Ganze umsetzen. Raus aus der alten Box, rein in die neue sozusagen. Aber die neue Box ist dann mehr im Flow. Die neue Box ist dann eigentlich keine Box mehr, sondern auch Harmonie, aber eben fließend. Ja, das sagt mir so die drei der Kelche. Und die Karte sagt mir, dass du auf alle Fälle Erfolg haben wirst in der irdischen Welt. Ja, das ist ja die Ass der Münzen. So sieht's aus. Dann wollen wir jetzt hier nochmal eine Karte vom Crazy Sexy Lo Ups. Crazy Sexy Love Notes ziehen. Will eine raus. Na komm, nehmen wir mal die. Jetzt haben wir zwei, ich will aber nur eine. Egal, nehmen wir die. Wow, choose your love. Yeah! Die habe ich noch nie gehabt. Die ist ja total schön. Also hier geht es sicherlich darum, dass du wirklich auf dein Herz hören sollst. Guck mal, wie schön die ist. Die hat hier eine Herzblume. Das ist in der Mitte vom Baum. Und wenn du nämlich auf dein Herz hörst, dann kann auch ganz, also aus der Liebe heraus das Ganze lebst, dann kann nämlich hier auch ganz viel
Liebe entstehen letztendlich und dann fließt auch alles, weil wenn du aus dem Herzen heraus agierst und aus der Liebe heraus, dann fließt es auch und dann bist du ja hier auch wieder in dem Fluss, von dem ich gerade geredet habe, der Gehängte und eben das hier, ja. Also geht es jetzt darum, wirklich aus der Liebe heraus zu wählen. Genau, du sollst aufhören, eben das Ganze hier zu bekämpfen und ja. Zu bekämpfen, das, was gelebt werden will, sollst du aufhören und sollst auch rausgehen aus dem Zweifel und einfach wirklich den Mut haben, aus dir heraus diese Sache zu leben. Das ist aus dir herausleben hier, die drei der Kelche, ja. Und auch wenn du nicht weißt, wo es hingeht, die Liebe führt dich und es wird alles gut werden. Das sagen mir hier diese Karten. Das wird gut werden, ja. Du wirst bei deinem neuen Zuhause, sage ich mal, ankommen, egal um was es hier jetzt geht. Und du wirst dich wohlfühlen. Also hab den Mut, das zu machen. Wähl die Liebe. Du hast immer die Wahl. Du hast die Wahl, die Qual sozusagen zu wählen oder die Opferrolle und aber auch die Liebe. Ne? Und die Liebe ist auch, hier geht es sicherlich auch um die Selbstliebe, könnte ich mir vorstellen. Und ich möchte jetzt noch den Quantenfred legen. Den liebe ich ja total. Der Quantenfred. Der Quantenfried, was sagt uns? Klar und deutlich. Sehr schön. Die wollte auch raus irgendwie. Grüne Welle, die wollte auch raus. Habe ich jetzt nicht gezeigt, aber die wollte raus. 45, die hatten wir doch neulich erst. Die klar und deutlich. Klar und deutlich. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Dinge beim Namen zu nennen. Werden Sie sich über Ihre Absichten klar und kommunizieren Sie diese klar und deutlich. Stehen Sie zu Ihrer Vision und vertrauen Sie auf Ihr Eingebundensein in das kosmische Netzwerk. Besser vernetzt kann man schließlich gar nicht sein. Also hier geht es darum, dass du deine Vision, die hier wahrscheinlich deine Veränderung, klar kommunizierst. Aber ich glaube, es geht mehr darum, dass du sie dir gegenüber klar kommunizierst. Ja, das ist wichtig. Und dass du wirklich loslegst und dass dir wirklich auch klar ist, dass du eben auf den Flow vertrauen kannst, ne, letztendlich, auf den Quantenfried, auf Gott, auf die Liebe, auf die Quelle, wie auch immer du das Ganze nennst, auf das kosmische Bewusstsein, ja. Wir haben jetzt hier noch die grüne Welle, die sagt garantiert, dass du jetzt loslegen sollst. Ich meine, das ist ja wohl ziemlich eindeutig, aber wir lesen trotzdem den Text. Ich finde den nämlich cool immer. Grüne Welle. Alle Ampeln stehen für Sie auf Grün. Sie sollten jetzt nicht zögern. Treiben Sie das Projekt, das Ihnen am Herzen liegt, energetisch voran. Der Zeitpunkt ist ideal, um sich dieser Sache mit voller Hingabe zu widmen. Für jeden Schritt, den Sie auf Ihr Ziel zugehen, wird das Universum Sie 10 Kilometer vorantragen. Siehste? Also geh los, Baby. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihren Einsatz erhöhen und Ihre Trümpfe ausspielen. Ich an ihrer Stelle würde die Gunst der Stunde nutzen. Siehste, du hast grüne Welle, Baby. Du musst dir nur klar und deutlich werden, wo du stehst. Und den Mut haben, wirklich loszulegen. Und wähl die Liebe. Die Liebe, die unterstützt immer. Und lass dich einfach treiben. Du hast die grüne Welle, ja? Du hast sie. Es geht voran. Also geh raus aus deinen Ängsten und aus deiner Opferrolle und aus deinen Sorgen und aus deiner angeblichen Sicherheit. Du wirst eine neue Sicherheit gewinnen, die aber nicht so starr ist, wo es dann fließt. Und das ist unheimlich schön, weil in dieser neuen Sicherheit ist dann die Liebe. Ja, ganz klasse. Super geniale Legung. Ich kann dir nur sagen, mach was draus. Wichtig ist, dass du natürlich jetzt dein Thema reinbringst. Wichtig ist auch, dass du guckst, ob du damit in Resonanz gehst, spür genau hin oder ob du einfach nur Inspiration mit rausnimmst. Wenn du jetzt überhaupt nicht damit in Resonanz gehst, leg's weg. Wenn du damit in Resonanz gehst, würde es mich freuen, wenn du das Ganze ein bisschen interagierst hier, das Video. Und wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich gerne anschreiben. andreawirk.com ist meine Webseite. Dort findest du alle meine Daten, ja. Und du darfst mich gerne auch über WhatsApp und Telegram anschreiben, ja. Ich danke dir sehr. Alles Liebe. Tschüss. Hallo, ihr Lieben, vom Stapel Nummer 2. Das ist Adrian Tarot. Das ist das Überlängen-Tarot. Ich musste die Kamera jetzt mal hochschwurbeln, damit ich die Karten hier überhaupt Platz haben. Und ich glaube, die Karte hier will raus. Das ist die Hauptkarte. Die zwei der Münzen.
Hier geht es auch um eine Veränderung. Das ist die zweite. Die dritte. Wow, du hast hier aber eigentlich schöne Karten. Bis auf die hier. Und das ist ja, die Mitte ist ja auch immer so die Hauptgeschichte. Wow, die Königin der Kelche. Was haben wir hier? Die Acht der Stäbe. Irgendwie möchte ich noch eine ziehen. Oh, und wir haben den. Ach, das, ich denke mal, das ist der König, aber das ist der Ritter. Der Ritter der Stäbe. Das passt jetzt gar nicht alles hier drauf. Dann muss ich das so ein bisschen zusammenschieben. So, Baby, also dein Thema ist die Veränderung. Das ist dein großes Thema, ja? Wechsel. Für mich im Prinzip die Veränderung. Die Karte ist ja immer so, dass man so ein bisschen hin und her jongliert, dass man eben nicht weiß, wie man agieren soll, ne, welchen Weg man gehen soll. Das passt jetzt sehr gut hier zu dieser Veränderungskarten, zu dieser Veränderungslegung. Aber die Karte sagt auch, wenn man eben dann so, wenn man eben bewusst mit diesem Ding umgeht, dass man auch in seinen inneren Frieden kommt, ne? Weil die Karte ist nämlich ganz harmonisch, wenn man sich die genau anguckt. Man hat hier eine 8, wie heißt es? Die unendliche 8. Man hat hierbei alles nochmal in einem Kreis eingekreist und hier haben wir so Blütenblätter so ein Stück weit. Also es ist total harmonisch, die Karte. Und du kannst in deine Harmonie kommen, wenn du dich dieser Veränderung stellst und nicht ständig überlegst und hin und her jonglierst. Ja, sagt mir ganz klar die Karte. Und die zwei Karten sagen mir das ehrlich gesagt auch, weil wir haben ja die Königin der Münzen. Und das sind alles, wir haben hier lauter Münzkarten unter anderem. Ganz viele Münzkarten, was mir ganz klar sagt, dass das in dieser Realität, also in der irdischen Welt, auf alle Fälle Erfolg haben wird, ja? Auf alle Fälle. Und der König, der Ritter der Münzen ist ein ganz kraftvoller, das ist nämlich, der hat die Stierenergie, ja? Und der weiß, guck mal, was für ein entschlossener Blick der hat. Der ist sehr genau, er ist sehr bodenständig und er ist aber sehr kraftvoll. Guck doch mal, wie kraftvoll der ist. Und die Königin der Scheiben, die ist hingebungsvoll, aber auch kraftvoll. Und sie weiß, sie ist absolute Fülle und Wachstum und wie nennt sich das? Wachstum und Fruchtbarkeit, das ist ja dann der Hase hier letztendlich. Und sie weiß, mit dieser materiellen Welt auch umzugehen. Und das sind absolut selbstbewusste Menschen. Und es kann natürlich jetzt auch sein, dass es hier darum geht, dass dass hier natürlich auch ein Paar ist. Ne? Vielleicht geht es sogar auch um eine Geschäftsverbindung oder um eine Mieter-Vermieter-Verbindung oder um eine Liebesverbindung oder um ja irgendwie eine Connection mit jemandem. Kann auch sein. Oder aber es geht darum, dass du eben deine Kraft findest letztendlich hier zusammen mit dem Ritter der Schwerter, der Scheiben und eben hier der Ass der Stäbe, was ja hier steht, Entschlossenheit des Feuers, wo es darum geht, das Ganze nämlich tatsächlich entschlossen zu leben. Das ist da, das ist bei dir da, das ist veranlagt. Und hier haben wir auch noch die 8 der Stäbe, die ja Bewegung bedeutet, hier will alles raus. Hier sind zwar zwei Stäbe, die so ein bisschen entgegengesetzt gehen, aber die müssen entgegengesetzt gehen, weil sonst geht alles zu schnell. Die zwei Stäbe, die so ein bisschen entgegengesetzt laufen, die navigieren diese Schnelligkeit so ein Stück weit, ja. Die bremsen die so ein bisschen aus, sonst würde man ja überfahren werden. Also hier geht es ganz stark um eine Bewegung, um das, was raus will. Und das ist bei dir nicht im Unterbewusstsein, aber das ist bei dir drin, ja. Und was du jetzt im Moment noch siehst, ist eher, dass du nicht weißt, wohin. Und das ist ja auch noch so eine Hauptkarte hier, dass du dich in deinem Kopfkino gefangen hältst. Du bist in deinem mentalen Gefängnis, ja. Und die Karte ist sehr brutal, finde ich, hier mit diesen Strichen. Die sieht sehr brutal aus für mich. Sie sieht zwar auch irgendwie schön aus, weil sie einen Stern darstellt, aber diese Zacken, also du tust dir gerade nichts Gutes, wenn du
Das ist auch so ein Stück weit Abwehr hier, diese Zacken, ne? Du wehrst alles ab, weil du in deinem mentalen Gefängnis bist, weil du vielleicht Angst hast, diese Veränderung zu leben und Angst hast, rauszugehen und zu entdecken, ja. Aber es ist wichtig, dass du das jetzt machst. Hier ist ganz viel Bewegung, hier ist ganz viel Feuer, hier ist ganz viel auch Bodenständigkeit, dass das alles auch gelingt. Und wir haben hier noch zwei Karten, die mir ganz klar sagen, dass es gelingt. Wir haben die neun der Münzen, die für mich jetzt nicht unbedingt Gewinn bedeutet, sondern die für mich auch oft bedeutet, dass man bei sich ankommt, dass man nämlich in seinem Selbstbewusstsein, in seinem Selbstvertrauen ankommt, natürlich im Äußeren auch letztendlich gewinnt, dass man im Äußeren Erfolg hat und im Äußeren dahin kommt, wo man hinkommen wollte, dass man eben, ne, das hat, was man wollte. Es ist jetzt egal, du kannst da jetzt Arbeit reinbringen, du kannst dann Wohnungswechsel reinbringen, du kannst deine Partnerschaft reinbringen, du kannst Familie mit reinbringen, du kannst jetzt all dein Thema wirklich mit reinbringen. Und das ist da, das ist, es ist, diese Veränderung ist danach ausgelegt, dass du sie tatsächlich gewinnbringend, sag ich mal, oder erfolgreich umsetzen kannst, ja. Und wir haben hier noch den Beginn, wieso das jetzt Beginn heißt, weiß ich nicht. Das ist die 8 der Münzen. Das ist für mich eine ganz, 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 ganz harmonische Karte. Wir haben hier die Harmonie der 6, aber wir haben hier noch zwei zusätzliche Münzen, die so ein bisschen mir auch sagen, dass da noch mehr drin ist, ne? Nämlich die 9. Ja, also das heißt, es kann sein, dass du jetzt vielleicht noch ein bisschen, ja, dass jetzt der Beginn ist oder dass du noch dran arbeiten darfst, dass das eben in Erfüllung treten darf. Und eins von dieser Arbeit ist, dass du aus deinem mentalen Gefängnis rauskommst. Das ist ganz wichtig. Setz dich mal hin und schau dir dein mentales Gefängnis an. Mach dir Stichpunkte, mach das zusammen mit einem objektiven Menschen, warum du diese Veränderung nicht machen willst, warum du nicht keine Lust hast, das Ganze mal zu entdecken. Du hast Angst, aus deiner alten Sicherheit rauszugehen, das ist klar, weil du weißt nicht, wo du hingehst, aber du wirst die Karten sagen mir, es ist sogar schon alles in Bewegung. Das ist hier ja auch Bewegung hier, das Ass der Stäbe, da will was raus. Entschlossenheit des Feuers und das brennt in dir. Das ist das Feuer, was in dir brennt. Und es will raus und aber nicht so schnell, sondern gemächlich, bodenständig, so wie der Ritter der Scheiben eben ist, ne? Er ist kraftvoll und bodenständig. Er ist wie so ein Stier. Guck dir die Karte an. Das bist du. Das ist die Kraft, die in dir ist, die das Ganze hier verändert haben möchte, ja? Und du hängst hier in deinem mentalen Kino fest und jonglierst als hin und her und überlegst, soll ich nicht? Hey, Babe, jetzt ist die Zeit, aus diesem Jonglieren rauszugehen, aus diesem mentalen Gefängnis rauszugehen und deine wahre Kraft zu leben, damit du hier hinkommst, Baby. Und hier, weil das ist letztendlich ja hatte ich ja am Anfang gesagt, die Harmonie. Ja? Wow, so eine tolle Legung. Wow. Und da legen wir jetzt eine Crazy Sexy Love-Karte. Guck mal, die nehmen wir. Was haben wir denn hier? Tell the truth. Sag die Wahrheit. Und wir haben hier ein Herz. Und hier haben wir noch ein Herz. Hier geht es darum, dass du. Ich glaube, hier geht es darum, dass du dir selbst die Wahrheit eingestehst. Ja, normalerweise geht es bei der Karte darum, dass man eben mit einem Gegenüber ehrlich umgehen sollte und die Wahrheit sagen sollte immer. Also immer, ne? Vielleicht hast du auch ein Gegenüber, dem du nicht die Wahrheit sagst, weil du dich nicht traust, das hier umzusetzen, kann natürlich auch sein. Es geht jetzt darum, dass du die Wahrheit sagst. Und sag auch die Wahrheit, dass du eben dich nicht traust. Kannst du ja auch machen, ne? Sag einfach, du traust dich nicht, du hast noch die Sorgen. Du würdest es gerne umsetzen, aber du traust dich nicht. Vielleicht kriegst du dann ja sogar auch Unterstützung von demjenigen, der das Ganze mit dir umsetzen möchte, ja? Zum Beispiel. Es ist wichtig, dass du jetzt die Wahrheit sagst, dass du dir deine Wahrheit eingestehst, nämlich, dass du hier Kopfkino hast, dass du Ängste hast, dass du Sorgen hast, dass du Zweifel hast. Und den darfst du dich jetzt stellen. Das sind vielleicht auch noch alte Glaubensmuster, ja? Und das geht nur, wenn du die Wahrheit sagst, dir gegenüber, aber auch den anderen gegenüber. Und du kannst auch dazu stehen, dass du sagst, ich habe Angst, das umzusetzen, ja?
Das ist normal. Das ist ganz normal. Das geht, du bist da nicht der Einzige, dem das passiert. Und wenn du aber sagst, ey Babe, ich habe Angst, das umzusetzen. Ich habe Sorge, dass ich aus meiner Sicherheit rausfalle und ich dann irgendwie auf der Straße lande. Ich weiß nicht, um was es geht. Das ist verständlich, aber wenn du sie aussprichst, in dem Moment tust du dann schon wieder deine Angst ein bisschen relativieren und dann ist dein Gegenüber vielleicht auch da und hilft dir da aus dieser Angst rauszukommen, ja, oder unterstützt dich auf eine andere Art und Weise. Es ist ganz wichtig, dass du die Wahrheit sagst. Dir selber gegenüber, aber auch wenn es jetzt die Interaktion mit einem anderen Menschen ist, eben dem anderen gegenüber, ja. Dann gucken wir jetzt noch, was der liebe gute Quantenfred so zu sagen hat. Eigentlich wollte ich die Karte nehmen. GPS. Und was war die hier? Frei und unterwegs. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal die beiden. Passt das jetzt alles hier irgendwie noch hin? Der GPS geht, da geht es, glaube ich, um deine Intuition. Das lesen wir aber jetzt trotzdem mal durch. Ich lese ja immer ganz, war mein letztes Buch. Ich lese ja immer ganz gern den Text, weil der so cool ist. Weil der Quantenfred ist nämlich ein cooler. Ja, der Quantenfred, den mag ich. Okay. Also, was haben wir jetzt hier? Die 15. Die 15. Okay, Babes. GPS. Das ist ein langer Text. Du meine Güte, ihre Intuition zeigt ihnen wieder einmal, was sie kann. Sie möchte ihnen so gerne dabei helfen, sicher durchs Leben zu navigieren. Und ehrlich gesagt, langsam wird sie ein bisschen ungeduldig. Sie versteht einfach nicht, warum sie darauf bestehen, alles allein schaffen zu wollen. Obwohl ihre Intuition doch den einfachen Weg kennt, der wirklich Freude macht. Und sie können sich dank ihrer Intuition niemals verirren. Vor allem jetzt nicht, wo sie gerade kurz davor stehen, über eine Goldmine zu stolpern. Das ist eine Goldmine, diese Veränderung, ja? Also gib dich deiner Intuition hin, sag deine Wahrheit. Und hör in dein Herz, was deine Wahrheit ist. Das ist nämlich letztendlich die Intuition, ja? Dann haben wir hier noch frei und unterwegs. Was ist denn das? Die 50? Ich glaube, die hatte ich jetzt noch nicht. Ist das jetzt die letzte Karte? Nee. Frei und unterwegs. Besser kann es kaum kommen. Fest und unerschütterlich vertrauen sie darauf, dass der äußere Anschein überhaupt nichts bedeutet und dass sie selbst der alleinige Kapitän ihres Schiffes sind. Sie bestimmen den Kurs und unsichtbare Kräfte hören auf ihr Kommando. Ja, du bestimmst den Kurs, Baby. Du bestimmst den Kurs und wenn du nämlich genau weißt, welchen Weg du gehst, und das ist der Weg, die Veränderung, das kann ich dir nur empfehlen, dann bist du auf dem Weg und dann kommst du in deine Kraft und dann bist du der Kapitän und dann kann dir nichts passieren, dann bist du frei und unterwegs. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Wahrheit sagst, dass du dir die Wahrheit sagst, dass du anderen die Wahrheit sagst und dass du in deine Wahrheit spürst, was letztendlich deine Intuition ist und loslegst. Ja, das ist so eine schöne Legung. Mit so viel Potenzial und guck mal, wo du hinkommen kannst. Da sind so kraftvolle Karten, die ganz, alle Karten eigentlich, bis auf deine mentale Geschichte hier. Aber die ist ja auch die zweite Hauptkarte. Die ist gerade das, was dich total beeinflusst, ne? Ja, Babe, fühl mal hinein, ob das deine Legung ist, ob dein Thema hineinpasst, ja, und ob du oder ob du einfach nur ein paar Inputs mit rausnimmst. Wenn du jetzt überhaupt nicht damit konform gehst, dann leg sie weg. Ist auch nicht schlimm. Wenn du damit konform gehst in irgendeiner Weise und dir das weiterhilft, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ein bisschen interagierst zu diesem Filmchen hier mit Kommentaren und Likes und so weiter. Und wenn du noch eine private Lesung haben möchtest, dann darfst du mich gerne kontaktieren. andreawirk.com ist meine Webseite, ja, da findest du alle meine Daten. Darfst mich auch gerne, gerne, bitte, bitte über Facebook und Facebook nicht über WhatsApp und Telegram anschreiben, ja, das ist für mich auch einfacher, ne? Okay. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen und ich kann dir nur raten, kümmere dich um dein mentales Gefängnis, weil alles andere ist einfach nur die Gloria, ja? Alles Liebe dir, mach's gut, tschüss. So, da sind wir jetzt hier beim letzten Stapel. Hallöchen, ihr Lieben vom dritten Stapel, das ist das White Sage Tarot. Gucken wir mal, was bei dir so anliegt als Hauptenergie, als Hauptkarte bezüglich deiner Veränderung. Ups, die fallen mir hier alle raus. Ups, was ist denn hier los? Die ist es.
The Hanged Man hatten wir ja schon mal mit dem Deck, das ist der Gehängte. Dann haben wir noch als zweite Hauptkarte. Wow, die Waage. Nee, die Justice natürlich. Zwei der Schwerter. Und die Königin der Kelche. Ja, Baby, bei dir ist Zweifel angesagt und du bist nicht so ganz im Flow, würde ich sagen. Ich lege aber noch mehr. Hier haben wir noch den Eremiten, der ja auch hängt. Oh, die 10 der Kelche. Ja, es geht um den Flow. Und der Magier. Ja, mein Schatz, sag ich schon, mein Schatz. Ja, ihr seid alles Schätze. Klar seid ihr Schätze. Ihr seid nicht nur Babes, ihr seid auch Schätze. Okay, also, wir haben hier als Hauptkarte den Hanged Man und der ist ja in diesem speziellen Deck auch eine Raupe, ja, die so da hängt, als ob sie sich verpuppen möchte. Und die Karte sagt mir jetzt, du glaubst, dass du festhängst. Du glaubst, du hängst fest, weil du natürlich sehr im Verstand bist im Moment. Hier ist nicht ganz ausgeglichen dein Herz und dein Verstand. Und du kannst das Festhängen jetzt aber dazu nutzen, dich in einen Kokon zu spinnen und zum Schmetterling zu werden. Ja? Und da fällt mir wieder der Imago-Prozess ein von der Susanne Hühn. Ne? Die hat dazu ein Buch geschrieben und hat auch ein Filmchen gemacht, wo sie das erklärt. Den werde ich dann mal hier verlinken, wenn ich dran denke, auf alle Fälle unten im Textkasten. Weil das ist eine geniale Geschichte. Und das, der Gehängte ist nämlich, der hängt nicht fest. Der Gehängte, der ist so wie hier der Eremit, in diesem Deck zumindest, der hängt fest oder der hängt, damit er seine Perspektive jetzt endlich mal ändern kann. Und er glaubt nämlich, er wäre jetzt in der Opferrolle oder ein Opfer. Aber nee, der hängt fest, um seine Perspektive zu ändern, um vielleicht noch ein bisschen mehr in die Intuition zu gehen. Das macht ja der Hermit zum Beispiel, der geht ja mehr in sich, ne? Und dann, um dann letztendlich zu wissen, wo der Weg hingeht. Und daraus wird dann vielleicht der Schmetterling. Ja, wer weiß, das ist jetzt so meine Geschichte. Also es ist jetzt ganz wichtig, dass du dein Festhängen nicht als Opferrolle siehst, sondern als Imagoprozess. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass du dir das dann mal anhörst. Die hat das total klasse erklärt, die Susanne Hühn. Ganz toller Mensch. Und jedenfalls. Ich glaube, hier geht es darum, weil das ist ja auch eine Veränderung. Hier geht es ja um eine Veränderung und das ist hier ja auch ein Wandel sozusagen, ne? Wird hier so ein bisschen angedeutet, zumindest mit der Raupe. Und ich muss jetzt gerade mal schnell, möchte gerade noch mal schnell die ganzen Chakren hier. Ich glaube, die Raupe ist der Gehängte, meine ich natürlich. Ich glaube, der ist. Ja, wo ist er denn? Ach, der ist Wurzelchakra. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre Herzchakra. Waage ist Halschakra. Der Hermit ist, für alle, die es interessiert, auch Halschakra. Also die Waage und der Hermit sind Halschakra, ganz wichtig. Er hier ist Wurzelchakra. Natürlich geht es ums Urvertrauen jetzt. Es geht ums ganz klar ums Urvertrauen, dass du dieser Veränderung natürlich vertraust. Ja, und diesen Imago-Prozess, sage ich mal. Also, wir haben hier zweimal Halschakra, wir haben hier nochmal Halschakra, das ist die 10 der Kelche, ja, die aber auch alle Chakren irgendwie trotzdem beinhaltet. Das sagt mir hier dieses Band. Wir haben hier das Herzchakra und wir haben das dritte Auge, das ist klar, das ist der Magier. Und die Königin der Kelche ist vielleicht. Auch Halschakra. Nee, König. Herzchakra. Also, wir haben hier zweimal Herzchakra, dreimal Halschakra, einmal Wurzelchakra und einmal das dritte Auge. Für die Leute, die mit Chakren arbeiten, die können das jetzt tun. Ja, die können sich da vielleicht aus ihrem Festhängen vielleicht damit manövrieren. Ja, deswegen sage ich das immer. Wichtig ist, das zu wissen, dass dein Verstand gerade ein bisschen aktiv ist, ja, dass dein Verstand gerade, das sieht man hier super schön, weil das ist ja hier das Herzchakra angedeutet, ne, so hier dieser Knäuel. Dein Verstand, deine Zweifel überwiegen gerade deine Intuition, sage ich mal, dein Herz, ja, und deswegen
legst du das, ja, dein Verstand und dein Herz sind gerade nicht ausgeglichen. Und deswegen hast du gerade das Problem, dass du glaubst, du hängst fest, aber eigentlich ist es ein Prozess, in dem du bist. Und zwar ein Prozess, wie hier das Faultier, der muss festhängen, damit er einfach die Dinge auch spürt, ja. Und die Königin der Kelche ist ja auch Fluss, ja, die fließt, guck mal, die liegt hier im Wasser, die trinkt hier ihren Tee und die ist mit dem Flow und die weiß genau, alles wird gut, egal wo die Welle jetzt hingeht, da wo sie mich hinspült, da fühle ich mich zu Hause, die ist auch im vollsten Urvertrauen eigentlich, weil sie im Herzen ist, ne? Das ist ja auch das Herzchakra, genauso wie das hier. Und es geht jetzt hier bei dir ganz klar auch um die Klarheit, weil wir haben hier dreimal das Halschakra, was für mich nicht nur Kommunikation ist, sondern auch Klarheit. Und du bist jetzt aber, du bist nicht in der Klarheit. Du benutzt gerade deinen Verstand aufgrund von Zweifeln und Sorgen und Ängsten. Wichtig ist, dass du deinen Verstand jetzt klar verwendest, dass du dein Herz sprechen lässt, hier mit dieser Königin der Kelche, die ja total im Flow ist und da ganz gemütlich ihren Tee trinkt. Und dann erst agierst oder das, was dein Herz dir sagt, klar nach außen bringst. Ja, das ist wichtig. Deswegen hast du hier dreimal eben auch das Halschakra, dass du dir selber klar wirst und das klar nach außen transportierst. Das hier, um was es hier jetzt geht bei dir, bei der Veränderung. Aber dazu ist es wichtig, dass du auf dein Herz hörst und dass du deine Zweifel, deine Ängste, deine, weiß ich nicht, was du alles hast, dir anschaust und liebevoll verabschiedest. Und wirklich in dein Herz gehst, in deine Intuition. Und dann kannst du wie die Königin hier der Kelche dich gemütlich vom Wasser treiben lassen und du treibst genau dahin, wo du nämlich hin willst. Und sie schaut sich auch ganz gemächlich den Imago-Prozess an. Ja, sie trinkt einfach ihren Tee und lässt es geschehen. Annahme ist manchmal auch ein ganz wichtiger Aspekt in so einem Prozess, dass du den Prozess annimmst, dass du die Dinge annimmst, wie sie sind, dass du natürlich auch und dann auch ein bisschen auf die Explorer-Reise gehst, wie heißt es wieder? Explorer, ich habe es schon wieder vergessen. Entdeckungsreise gehst, vielleicht geht es sogar auch um die innere Entdeckungsreise bei dir, noch gar nicht mal um die äußere, weil der Hermit ist ja auch so das nach innen gehen, ja. Du darfst jetzt auf die Entdeckungsreise gehen und deine Entdeckungsreise ist, dich dem Flow hinzugeben, in das Urvertrauen hinein, dich dem Prozess hinzugeben, der diese Veränderung in Gang bringt, ja, und zu verstehen, dass ein Imago-Prozess eben auch Schmerzen vielleicht bereiten kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er war. Ich habe mir das vor 4 Wochen mal angeguckt oder vor 2 Monaten, habe ich schon wieder vergessen, aber es war hochinteressant. Und dann kommst du nämlich tatsächlich auch in den Flow, und das sind hier die 10 der Kelche. Dann kommst du bei dir zu Hause an, dann bist du hier die Königin von deinen, ne? Dann bist du zu Hause und dann kannst du, wenn du in diesem Modus bist, wenn du die Veränderung angenommen hast, dann kannst du alles schöpfen. Dann bist du der Schöpfer, dann kannst du all das leben, was du leben möchtest, dann hast du die Kraft, das auch nach außen zu bringen. Der Magier ist ein ganz willensstarker. Der ist übrigens auch, der ist ja wie heißt's? Der Merkur, ne, also dem Merkur identisch. Er ist auch im Prinzip, es wundert mich, dass hier das dritte Auge angedeutet ist. Eigentlich wäre es jetzt hier sinnvoller, das Halschakra zu nennen, weil er hat ja diese Klarheit und diese Kommunikation und diesen Willen rauszugehen und sich klar zu äußern und klar das rauszubringen, was er möchte. Und der Magier ist aber auch gleichzeitig natürlich magisch und das dritte Auge ist ja das, wo man einfach weiß. Das dritte Auge ist noch mal ein bisschen mehr wie die Intuition. Und gib dich wirklich mal deinem Herzen hin, deinem Herzensruf und deinem inneren Wissen. Das ist letztendlich hier auch diese Königin der Kelche. Die gibt sich dem hin, die weiß es. Und die lässt sich einfach treiben. Treiben in die Veränderung. Und sie entdeckt dabei ganz tolle Dinge. Und wenn es mal schmerzvoll wird, dann nimmt sie es auch an, dann ist es wurscht, dann nimmt sie es an und dann geht sie durch und dann geht sie weiter und dann kommst du nämlich tatsächlich in deinen Flow rein. Und dann kannst du die Veränderung irgendwann annehmen und dann ist sie da. Und dann bringt sie dich auf alle Fälle weiter, weil sie bringt dich nämlich in dein emotionales, in dein gefühlsmäßiges Zuhause.
wo du jetzt im Moment nicht bist. Da, wo du jetzt bist, ist nicht dein absolutes Zuhause, sondern die Veränderung möchte, dass du jetzt in dein absolutes Zuhause ankommst. Zumindest jetzt erstmal für den Moment das absolute Zuhause, ja. Und dazu gilt es eben, den Verstand nicht auszustellen, sich mit den Zweifeln und Ängsten natürlich auch auseinanderzusetzen in irgendeiner Weise. Da hilft vielleicht auch wieder das Buch von der Stefanie Stahl. Die ist ganz klasse, die ist auch ganz klasse. Verlinke ich dann auch hier unten. Und sich dem Flow hinzugeben und dem Wissen, dem inneren Wissen, dass alles gut wird und dann auch wirklich in die Aktion zu gehen, weil der Magier ist natürlich auch Aktion und natürlich auch in sich hineinzuhorchen, das ist letztendlich der Hermit. Also das ist eine ganz tolle Legung. Und wenn du magst, dann beschäftige dich ganz, ganz stark natürlich mit deinen Halschakren, weil das Halschakra, das sind hier eben die drei Karten, oder auch mit deinem Herzchakra, ganz wichtig. Wurzelchakra ist auch immer wichtig, da geht es ja ums Urvertrauen und das dritte Auge kann auch nicht schaden. Ne? Also wenn du eben mit Chakren arbeitest, dann ist das hier ein schöner Indikator. So, und dann gucken wir jetzt nochmal, was. Nö, ich mache jetzt nur den Quantenfred. Der Quantenfred ruft. Der Quantenfred ruft. Huch, da habe ich noch eine Karte zusätzlich, die gehört gar nicht dazu. Warte mal, ich wollte die obere. Was heißt denn das jetzt hier? Schauen Sie nach vorne, nicht zurück. Wow. Tun wir mal weg, die brauchen wir ja nicht. Und die wollte auch raus, das ist der GBS, den hatten wir eben schon, die haben zusammengeklebt, dann will ich das auch nicht, euch nicht vorenthalten. Der GBS ist letztendlich die Intuition, von der ich ja eben schon geredet habe, ja. Der innere GPS letztendlich. Und wir gucken uns, ich lese aber beide Karten vor, ja. Das hatte ich eben schon in der zweiten Legung, den GPS. Okay. Schauen wir mal, was hier so steht. Schauen Sie nach vorne, nicht zurück. Diese wiedererkennenden Muster in Ihrem Leben werfen Sie sie über Bord. Die Redensart, wer sich nicht an seiner Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen, ist blanker Unsinn. Man wiederholt Muster nur, wenn man sie immer wieder anstarrt. So hypnotisieren wir uns selbst und handeln dann dementsprechend. Werfen Sie noch einen kurzen Blick zurück, wenn Sie das für nötig halten und sagen Sie endgültig Sayonara. Sie werden es nicht bereuen. Und das ist nämlich genau das, was ich eben sagte mit der Stefanie Stahl. Die hat ein super geniales Buch rausgebracht. Da geht es um dein inneres Kind, um die Muster, die man eben sich auferlegt hat im Laufe seines Lebens. Hauptsächlich natürlich von den Eltern, aber eben auch von, weiß ich nicht, Lehrer oder von Partnern oder von Freunden, wie auch immer. Und die hat da einen ziemlich geilen Leitfaden geschrieben, der ganz easy ist und wo man sich von diesen Glaubensmustern und Verhaltensmustern letztendlich verabschieden darf. Genau das, wo hier geschrieben wird. Und das geht ganz leicht. Das muss nicht immer schwer sein. Und wie gesagt, ich verlinke euch das hier oder aber und auch natürlich unten in der Textbox. Da kannst du mal selber nachschauen. Die hat einen Film auch gemacht. Ich werde einen ziemlich alten Film von ihr verlinken, der schon 4 Jahre alt ist, weil sie da noch sehr natürlich ist. Ich finde, die ist da ganz klasse. In den neueren ist sie schon etwas gemäßigter, aber da ist sie sehr authentisch und das ist ein ganz toller Videobeitrag. Da kannst du dich dann mal mit auseinandersetzen. Und da haben wir hier deine Intuition, das ist das GBS, davon haben wir ja auch geredet. Du meine Güte, Ihre Intuition zeigt Ihnen wieder einmal, was sie kann. Sie möchte Ihnen so gerne dabei helfen, sicher durchs Leben zu navigieren. Und ehrlich gesagt, langsam wird sie ein bisschen ungeduldig. Sie versteht einfach nicht, warum sie darauf bestehen, alles alleine schaffen zu wollen, obwohl ihre Intuition doch den einfachen Weg kennt, der wirklich Freude macht. Und sie können sich dank ihrer Intuition niemals verirren. Vor allem jetzt nicht, wo sie gerade kurz davor stehen, über eine Goldmine zu stolpern. Und deine Veränderung ist eine Goldmine, Baby. Und deswegen geh in deine Intuition, geh in den Flow, schalt dein Kopfkino, deine Zweifel und Ängste aus, kümmere dich um deine Glaubensmuster,
Schau nach innen, gib dich dem Imago-Prozess hin, sage ich mal, und bumm, setz um. Und dann und entdecke. Entdecken ist auch noch ganz wichtig. Vielleicht sogar auch die Glaubensmuster, vielleicht auch eben das, was dich behindert. Und dann kannst du deine Veränderung leben. Und das ist eine Goldmine, Baby. Eine Goldmine, okay? Wow, eine total schöne Legung. Und ja, prüf mal, ob du dein Thema jetzt hier reinbringen kannst. Prüf, ob du damit in Resonanz gehst oder ob du dir einfach nur Inspiration rausholst. Wenn du jetzt überhaupt nichts mit der Legung anfangen kannst, dann leg sie weg. Auch in Ordnung. Ist alles nicht so dramatisch. Wenn du damit in Resonanz gehst und es dir weitergeholfen hat, würde es mich freuen, wenn du zu dem Filmchen hier interagierst in Form von Teilen, Liken, keine Ahnung, kommentieren und so. Und wenn du noch eine private Lesung haben möchtest, dann darfst du mich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du alle meine Daten. Auch die, ja, auch WhatsApp und Telegram. Da mag ich es am liebsten, wenn man mich darüber kontaktiert. Das ist einfacher, ne? Okay. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich kann dir nur sagen, Baby, mach was draus, ja? Du hast hier ein Riesenpotenzial. Danke fürs Mitmachen. Tschüss.